Das Buch Tausend Geschenke – Eine Einladung, die Fülle des Lebens mit offenen Armen zu empfangen von Ann Voskamp 2015 enthält die folgenden Kristalle. Schwester N. gibt Zeugnis, wie sie den Herrn Jesus erfährt. Sie bittet einen ihrer Söhne, dem anderen ein Toastbrot zu streichen. Er macht es ärgerlich und knallt seinem Bruder den Toast mitten ins Gesicht. Der Jüngere wird rot vor Zorn. Aber geht es nicht eigentlich um sein Herz? Mir fehlen die Worte. Dieses Kind wuchs in meinem Leib heran. Dann gebar ich ihn. Mit Liebe brachte ich ihn aus meinem Herzen zur Welt. An diesem Dienstag reißt er mir weitere Wunden ins blutende Herz. Was habe ich nur falsch gemacht? Warum tust du das? Mein mütterlicher Zorn hat genügend Dynamik, um Vasen zum Zerspringen zu bringen. Er grinst unbeeindruckt. Warum hast du das gemacht? Ich bin zu laut, zu aufgeregt, zu blindwütig. Warum nehme ich mir selbst die Atemluft der Freude? Die Antwort kommt sofort und glasklar, weil du an die Macht des Bösen glaubst. Ich erinnere mich, es braucht keine besonderen Umstände, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Es braucht nur die richtige Blickrichtung. Im Wald gibt es Wölfe und Gott ist an diesem Ort. Ich versuche es zum ersten Mal und es fühlt sich seltsam an. Aber ich danke hörbar flüsternd. Vater, danke für diese beiden Söhne. Danke für diesen Augenblick. Danke, dass du bei uns bist in unserer Not. Mein Herz, das so heftig geschlagen hat, beruhigt sich. Danke für dieses Toastbrot. Danke für die Hoffnung der Vergebung. Danke, dass du den Brüdern hilfst, einander gnädig zu sein. Ich suche das Schöne im Hässlichen und empfange es als Gnadengabe. Ich spreche das Unsichtbare ins Dasein und fühle den Atem der Gnade. Danken, einatmen, danken, ausatmen. Erfülltes Leben ist voller Gnade. Gnade ist der Inhalt des erfüllten Lebens. Es ist wichtig, dass wir uns darin üben zu danken, denn Dankbarkeit erfüllt uns mit Gnade. Satan war undankbar, denn er wollte mehr, als er bekam. Auch Adam und Eva waren undankbar. Sie wollten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen und mehr erkennen, mehr wissen. Dankbarkeit erlöst uns und füllt uns mit Gnade. Mit Freude. Hagar suchte in der Wüste nach einer Quelle für ihren Sohn. Gott ist die Quelle. Er ist immer da, weil er immer für uns sorgt. Es ist ganz wichtig, dass wir Freude trinken, sonst sterben wir. Und es ist wichtig, dass wir die Quelle sehen wollen, und dann können wir trinken. Mein Leben ist das, worauf ich meine Blicke lenke. Wie helfe ich meinem Sohn, die Quelle zu sehen? Er war wütend auf seinen Bruder wegen einer vorangegangenen Geschichte, die ich noch in Erfahrung bringen musste. Mit erstickter Stimme flüstere ich den Namen meines Sohnes. Mein Herz liebkost ihn, den jungen Mann. Versteckst du hinter all diesem Zorn deine große Traurigkeit? Ich lege meine Hand auf seinen Rücken, flüstere meine Worte. Er entfernt sich, beißt sich auf die zitternden Lippen, hält alles zurück. Wo findest du noch Freude? Wie schmerzlich vermisse ich das einst so fröhliche Kind, das sich jetzt durch die Pubertät kämpft und unaufhaltsam zum Mann wird. Meine Augen füllen sich mit Tränen. Die Mauer fällt und die Tränen brennen. Mein Sohn ist so durstig. Es gibt immer eine Quelle.
Er versucht, die heißen Tränen zurückzuhalten. Ich suche nach Worten. Weißt du, ich verstehe dich genau. Er dreht sich nicht um, wischt sich nur mit dem Handrücken über die Wangen. Jetzt weint er. Mein Sohn weint und er erlaubt mir, dabei zu sein. Ich darf in seine Seele sehen. Ich sage, ich weiß, wie schwer es ist, mit anderen zusammenzuleben und trotzdem die Freude nicht zu verlieren. Du kannst mich jeden Tag dabei beobachten, wie ich darum ringe, die Freude zu finden und Gott in den anderen zu sehen. Du weißt, wie oft mir das nicht gelingt. Ich möchte seine Hand berühren. Langsam dreht er sich zu mir. Ich darf ihn berühren. Mein Sohn, er ist nicht allein. Ich bin nicht allein. Darf ich dir helfen, dein Lachen wieder zu finden? Ich suche selbst danach. Er sagt, ich habe schon versucht zu danken. Oh, du hast das gewusst? Du weißt, dass Danken der Weg zur Freude ist, weil es uns nahe zu Gott bringt? Ja, aber es ist so schwer. Ja, es ist schwer. Danken ist eine Disziplin, die wir uns nur mit viel Übung aneignen können. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Jakob kämpfte mit Gott und Gott renkte ihm die Hüfte aus. Aber die ganze Zeit wusste Jakob nicht, mit wem er es zu tun hatte. Die ganze Nacht lang war das Angesicht Gottes ihm so nahe gewesen und er hatte dagegen angekämpft. Gott steckt hinter den Gesichtern, mein Sohn. Können wir ihn sehen? Und dann kommt ihm sein Bruder Esau entgegen, der ihn töten wollte. Und Jakob sagt zu Esau, ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. 1. Mose 33. Hier sehen wir, dass hinter den Gesichtern, dass Gott in jedem Gesicht ist. Mein Sohn, willst du mit mir zusammen das Danken üben? Sein Blick wärmt mich und die Liebe siegt. Ja, Mama. Er lächelt zögernd. Ja, wir können das Danken zusammen üben. Die Herrlichkeit des Herrn ist erfüllt mit Gnade. Ein erfülltes Leben ist voller Gnade. Warum fällt es uns oft so schwer, seine Gnade zu empfangen? Es ist wichtig, dass wir üben, üben, üben. Ist meine Unempfänglichkeit für Freude nicht auch ein Ausdruck meines fehlenden Vertrauens in ihn und seiner Fürsorge für mich? Gott, die Quelle, ist immer da, weil er immer für mich sorgt. Es ist wichtig, dass wir die Freude trinken, sonst sterben wir. Und ich muss die Quelle sehen wollen, und dann kann ich trinken. Mein Leben ist das, worauf ich meine Blicke lenke. Mein Sohn, schau auf die Quelle. Die Quelle ist da. Danken ist der Weg zur Freude und bringt uns in Gottes Gegenwart hinein. Danken ist eine Disziplin, die wir uns nur mit viel Übung aneignen können. Wir können das, was vor unseren Augen ist, nicht verändern, aber mit anderen Augen sehen. Positiv denken hilft nicht. Du kannst gegen ein Gefühl nur mit einem anderen Gefühl angehen. Wenn du Dank fühlst, ist es unmöglich, gleichzeitig Wut zu fühlen. Stress raubt Freude. Meine Reaktion auf Stress kann zur Sünde werden. Hab keine Angst, vertrau Gott. Wenn ich vertraue, dann kann ich loslassen und entspannen. Es ist meine tägliche Aufgabe, Gott zu vertrauen. Es ist so ein bisschen so, dass Stress und Angst mich weniger Kraft und Energie zu kosten scheinen, als Gott zu vertrauen.
Ist denn Stress das Symptom einer Seele, die zu träge und undiszipliniert ist, auf Gott zu schauen? Stress ist Unglaube. Wir wollen vertrauen, dass er uns durchträgt. Dank baut Vertrauen auf und wahren Glauben. Dank geht immer dem Wunder voraus. Dankbarkeit ist die Erinnerung an Gottes Herz. Wir erinnern uns an ihn, dass er gestern für uns da war. Daraus kann ich Sicherheit für heute und für morgen schöpfen. Wenn alles einzustürzen droht, dann landen wir sicher in Jesu Armen. Wir fallen nie in die Hoffnungslosigkeit. Es ist sicher, dem Herrn Jesus zu vertrauen. Im Zweiten Weltkrieg drückte man Kindern zum Trost und zum Einschlafen ein Stück Brot in die Hand. Sie dankten dafür und fanden Schlaf im Vertrauen, dass es weitergehen würde. Warum sollte er, der Herr, uns nicht auch morgen segnen? Darum essen wir täglich das Manna. Dankbarkeit ist unsere Speise, ist Manna. Nur dann, wenn wir vertrauen, kann es Freude geben. Daher will ich ein Ja-Leben führen, Ja sagen zu allem, was war und was ist und was sein wird. Angst ist immer ein Ausdruck, dass die Liebe Gottes erschöpft sein könnte, aber wahre Liebe vertreibt Angst. Vorsicht vor Erwartungen. Erwartungen töten Beziehungen. Wer in der Freude lebt, erwartet nichts und wird immer neu erfüllt und überrascht von Freude. Die Demütigen werden immer wieder überrascht. Demut ist der gute Boden, auf dem Dankbarkeit wächst und der die Früchte der Freude trägt. Daher haben die kleinsten Kinder die größte Freude. Die Schwester, die dieses Buch geschrieben hat, heißt Anne, Anna. Anna heißt voller Gnade. Ein wunderbarer Name. Stolz und Besitzansprüche zerstören die Freude und die Dankbarkeit. Ein stolzer Mensch ist selten dankbar und daher kann nur ich selbst meine Freude trüben. Also nochmals, es ist wichtig, demütig loszulassen. Ich lasse los, etwas tun zu wollen. Alles im Griff zu haben. Ich lasse meine Vorstellungen los, meine Ängste. Ich kann loslassen, weil ich erfüllt bin von seiner Liebe. Ich kann vertrauen. Herr Jesus, dein Wille geschehe. Jesus nahm den Kelch des Leidens an, um der Freude willen. Dazu gibt es ein Lied. Ihm der Kelch des Leidens und mir der Kelch des Segens. Preis den Herrn für seine Liebe. Gnade des Herrn ist so wunderbar, so wunderbar, so wunderbar. Die Gnade des Herrn ist so wunderbar, so wunderbar.